Siehst du, Caroline, so wird gefahren. Das war ein Galopp. Ich kann nicht mehr. Joan, du bist doch verrückt. Lieber ein bisschen verrückt, als immer nur artig sein, findest du nicht? Artig sein fällt mir bei dir sowieso sehr schwer. Das habe ich gemerkt, wie du dich gestern Abend verabschiedet hast. Nein, das war nicht gestern, das war vorgestern. Wo nur mein Vater und Jimmy bleiben. Dein Vater und Jimmy? Wie kann man nur so unromantisch sein, das jetzt zu fragen? Ich verstehe nicht, warum die beiden noch nicht da sind. Die Corley-Weide zu vermissen, das dauert eine Weile. Das geht nicht so schnell. Du hättest ja auch mitgehen können, genau wie mein Bruder. Naja, Jimmy ist ein guter Sohn und ich bin ein Taugenichts. Habe überhaupt kein Verantwortungsgefühl und bin nur verliebt. Suchen Sie hier jemand? Ja, Lem Patridge, kennen Sie ihn? Lem Patridge ist mein Vater. Ist er hier? Sind Sie ein Bekannter von ihm? Ja, ich bin ein alter Freund. Er ist nicht zu Hause, er arbeitet. Er vermisst gerade ein Stück Land mit Mr. Cartwright. Wenn Sie auf ihn warten wollen? Ich werde ein andermal wiederkommen. Sie können ihm ja ausrichten, dass ein alter Freund aus dem schönen Tucson da war. Sagen Sie ihm, Jack Road lässt grüßen. Aus Tucson. Carrie, wer ist der Mann? Ich weiß nicht, Joe. Ich kenne ihn nicht. Warum läufst du denn weg? Ach. Irgendwas bedrückt dich doch. Joe, ich weiß nicht genau, aber mein Vater kennt ihn. Wer ist es? Jack Groat kommt aus Tucson. Meine Mutter und mein Vater hat mal gesagt, an ihrem Tod ist Jack Groat schuld. Warum kommt denn der Mann heute hierher? Was ist denn mit euch los? Für zwei glückliche junge Leute seht ihr aber ziemlich ernst aus. Du, das ist wirklich ein schönes Land da oben, Little Joe. Das gehört ab morgen den Cartwrights und uns. Komm, du isst heute bei uns. Carrie ist eine vorzügliche Köchin. Du, Vater, es war ein Mann hier, der zu dir wollte. So, wer war's denn? Jack Groat aus Tucson. Jack Groat. Dad, ist das nicht der Mann, der... Ja, das ist der Mann. Der Kerl kommt doch nicht her, um dich nur zu begrüßen. Nein, der hat was anderes vor. Und was wirst du jetzt tun? Abwarten, mein Junge. Du kannst doch nicht einfach so... Ich werde schon mit ihm fertig. Mr. Patridge, ich weiß, es geht mich nichts an, aber ist es richtig, was Carrie gesagt hat? Dieser Mann ist verantwortlich für den Tod ihrer Frau? Ja, so ist es, Little Joe. Es war im Sommer vor 10 Jahren in Tucson. Ich habe das Schreckliche immer vor Augen. Ihre Mutter ist in der Stadt gewesen, um einen Stoff auszusuchen für ein Kleid für Caroline. Und zwei Männer, Betrunkene, schossen auf der Straße herum und wollten sich gegenseitig erledigen. Es war ein Querschläger, der meine Frau getötet hat. In dem Moment, als sie aus dem Stoffgeschäft kam und wieder nach Hause wollte. Und einer von den Kerlen war Groat? Ich war Sheriff in Tucson und hatte gerade was auf dem Gericht zu tun, als die Schießerei im Gange war. Ich konnte die beiden nur noch verhaften.
Aber das ist genau das Verkehrte gewesen. Hätte ich sie gleich erschossen, wäre alles viel einfacher gewesen. Zu 10 Jahren hat man sie damals verurteilt. Schon während des Prozesses hatte Grote gedroht, sich an mir zu rächen. Aber ich habe nur meine Pflicht getan und nach dem Gesetz gehandelt. Da muss doch was geschehen, Vater. Nun mach mal nicht die Pferde scheu, mein Junge, wart's ab. Er soll nur kommen. Ich werde schon fertig werden mit Jack Grote. Mach nur was zum Abendbrot. Also, was ist nun, Little Joe? Nein, vielen Dank, Mr. Petridge. Ich möchte heute pünktlich auf der Ponderosa zurück sein. Dann bestell deinem Vater, dass er morgen früh 9 Uhr auch pünktlich sein soll. Ich richte's aus. Wiedersehen, Carrie. Jimmy? Geh mit raus, Carrie. Mal erzählt. Und was meinst du, was dieser Grote jetzt vorhat? Tja, der war im Gefängnis. 10 Jahre sind eine lange Zeit. Da hat sich viel Hass angestaut gegen den Mann, der ihn reingebracht hat. Verständlich. Mir scheint, dass Lem Patridge mehr Grund zum Hass hätte. Ja, natürlich. Er hat gleich nach dem Tode seiner Frau seinen Beruf an den Nagel gehängt und hat nie wieder einen Revolver in die Hand genommen. Seinem Sohn hat er nicht mal beigebracht, wie so ein Ding funktioniert. Und was hat er jetzt davon? Warum holst du nicht den Sheriff? Das muss Patrick schon selber machen. Wir treffen uns ja morgen. Wir wollen Wade Coley wegen des Landkaufs sprechen. Ich will versuchen, ihn zu überreden, dass er ihn holt. Horst, du begleitest mich. Bis gut, Pa. Lange wird's wohl nicht dauern. Nur so lange, wie Lem und ich mit Wade Crawley über den Preis verhandeln. Du belädst den Wagen und achte ja darauf, dass der Speck auch gut geräuchert und durchgewachsen ist. Keine Sorge. Na ja, ich komme in den Laden, wenn wir fertig sind. Morgen, Wade. Guten Tag, Ben. Jimmy, wo ist dein Vater? Er ist sicher gleich da. Er wollte nur noch zu Sheriff Coffee. Da? Na, Wade? Deine Absicht, das Land zu verkaufen, hat sich nicht geändert? Ich bin kein Rentschler, Ben. Ich fühle mich wohler, wenn ich in meinem Büro sitzen kann. Es gibt Tage, da würde ich gerne mit dir tauschen. Ah, da ist ja schon die Urkunde. Ist auch der Preis schon eingetragen? Den wollte ich gerne noch ein bisschen runterhandeln. Nein, da warte ich noch auf Lem Patridge. Wir werden uns einig werden. Da habe ich keine Sorge, Ben. Da kommt er ja. Eine halbe Stunde zu spät. Wollen Sie zu mir, Mister? Nein, ich will nicht zu Ihnen. Der Mann, den ich suche, heißt Patridge. Mein Name ist Patridge. Nur mein Patridge ist ein paar Takte älter. Sie suchen meinen Vater. Oh, wenn ich dich so ansehe, du hast mit Lem Patridge viel Ähnlichkeit. Und den suche ich. Warum, Mister? Was wollen Sie? Ich wollte nur mal guten Tag sagen. Ich bin ein alter Freund aus Tucson. Sie sind Jack Grote. Ach, wie das gut tut, keine Nummer mehr zu hören, sondern seinen Vor- und Zunamen. Was wollen Sie denn von meinem Vater? Jimmy, geh zurück. Ben, was soll das? Nicht nervös werden. Das ist eine kleine Abrechnung, die betrifft nur mich und Patridge. Der Junge hat gefragt, was Sie von ihm wollen. So hat er das. Die gleichen schlechten Manieren wie der Alte. Du bist zu neugierig, Bengel. Er will ihn umbringen, nur weil Vater ihn damals verhaftet hat. Ja, ich habe 10 Jahre gesessen und auf diesen Tag gewartet. Und wenn Lem Patridge in der Tür erscheint, dann macht's bumm und der Gute ist gewesen. Und falls Sie versuchen, das zu verhindern, kann Ihnen das auch passieren. Dir auch, mein Junge. Nun mal das Schießeisen her.
Wie sich das gehört. Ah, ah. Auf den Tisch damit. Auflassen. Mr. Grote? 10 Jahre Gefängnis haben Ihnen wohl noch nicht gereicht. Also machen Sie hier keinen Blödsinn. Als Mörder würden Sie nicht so billig davonkommen. Das letzte Mal hatten Sie noch Glück. Diesmal wird man Sie hängen. 10 Jahre Gefängnis? Mister, für unbeabsichtigte Tötung, das war ein bisschen viel. Diesmal wird Patridge ziehen und ich handle in Notwehr und gehe unangefochten hier raus. Notwehr gegen einen Unbewaffneten? Patridge trägt schon seit Jahren keinen Revolver mehr. Patridge ohne Revolver, das gibt's nicht. Es ist aber so. Wenn Sie schießen, haben Sie einen Mord auf dem Gewissen. Ich kenne Patridge sehr gut. Er ist bewaffnet. Darüber. Sie auch. An die Wand dort. Und du setzt dich. Angestellt. Er hat Jimmy erschossen. Dieser Dreckslump. Bring ihn zum Sheriff raus. Ich sage es Lem. Sheriff, das sieht ja direkt gemütlich aus bei Ihnen. Sowas bin ich gar nicht gewöhnt. Eine hübsche, saubere Zelle. Gehen Sie rein. Wissen Sie, eigentlich wollte ich Lem Patridge erschießen. Ja, nun habe ich den Jungen erwischt. Jetzt soll der Alte mit seinem Jammer bezahlen für meine 10 Jahre Gefängnis. Sie werden hängen, Mister. So, glauben Sie. Der Junge griff nach dem Revolver, der auf dem Tisch lag, und wollte schießen. 2 Zeugen gibt es dafür. Und ich kann bezeugen, dass Sie gesagt haben, Sie wollten Lem Patridge erschießen, Mister. Aber mein Dickerchen, hierzulande wird keiner gehängt für das, was er tun wollte. Wenn du mich brauchst, ich bin bei Wade. Ja, ist gut. Mein Junge hat nie eine Waffe angefasst. Ich hab's ihm nicht erlaubt. Das wisst ihr alle. Lem, wir konnten es nicht verhindern. Ihr konntet nichts tun? Unmöglich, glaub mir. Lem? Lass meinen Jungen los. Gibt er uns die Schuld? Wade, sein Junge ist tot. Das ist traurig, ja. Aber wir sind doch schuldlos. Nein, Wade. Sag das nicht. Das war doch vorauszusehen. Aber ehe ich die Situation erkannt hatte, war es zu spät. Der Junge war leider schneller. Sonst hättest du jetzt ein Loch im Kopf. Oder denkst du, du hast einen Eisenschädel? Wo geht er hin? Keine Ahnung. Vielleicht zum Sheriff. Lem, mein Beileid. Also, Roy, wo ist er? Lem, was soll der Blödsinn? Du kriegst doch bloß Ärger. Komm, schließ auf. Was erreichst du? Red jetzt nicht, schließ auf. Na gut, wenn du mich dazu zwingst. Fummel da nicht so lange rum.
Sie sind aber mutig, wenn Sie eine Waffe in der Hand halten. Dich hätte ich schon vor 10 Jahren erledigen sollen, aber damals war ich ein gutmütiger Idiot. Und heute? Geh nach Hause, Lem. Schmeiß hin! Lem! Lass mich los, den knall ich ab! Wenn du das tust, bist du nicht besser als er. Gib den Revolver! Geh nach Hause, Lem. Lass los! Und dieser Mörder? Der wird vor Gericht gestellt. Siehst du, Patridge? Hier hat alles seine Ordnung. Das macht mich los, Ben. Diese Dreckskreatur verdient keine Schonung. Hast du vergessen, dass du mal Sheriff warst? Komm, beruhige dich, Lem, und geh jetzt. Du hast dabei gestanden, als der meinen Jungen erschossen hat, und jetzt schützt du den noch. Wenn's einer von deinen Jungen gewesen wäre, was hättest du dann gemacht? Hättest du dann auch zugelassen, dass man ihn umbringt? Aber du und Wade, ihr konntet nichts tun. Ihr habt bloß an euch gedacht. Seine Aufregung ist verständlich. Wenn er sich etwas beruhigt hat, gib ihm seinen Revolver zurück. Komm, wir fahren heim. Pa. Say, I got no words. He was a good boy. Never did any harm. Eighteen years old. Boy, he never even had a chance. Sorry we're late, Lem. We want to pay our respects. A little late for respects, isn't it? Dad. You're a big man around here, Ben Cartwright. But from now on to me, you're a small man. Small man. Who stood by and let my son die. It's not Mr. Cartwright's fault that Jimmy's dead. A man that stands by and lets evil happen, he's as guilty as the one who does the evil. You can't salve your conscience shedding tears at this boy's grave, Ben. Because you're not wanted here. Lem, I'm your friend. Not anymore. You stop being my friend when you let my boy go for that gun. Ich habe noch nie erlebt, dass Pa so niedergeschlagen ist. Naja. Schließlich kennen wir die Patridges seit vielen Jahren. Er hing sehr an Jimmy. Ja, aber er tut so, als ob er schuld wäre am Tod des Jungen. Und das verstehe ich nicht. Er denkt darüber nach, was Patridge gesagt hat. Aber dass er keine Schuld hatte, weiß er doch. Das weiß er eben nicht. Das ist es, was ihn so bedrückt. Ja, schrecklich. Können wir nichts tun, so geht's doch nicht weiter. Ja, aber was denn? Vielleicht können wir ihm klar machen, dass Jimmy nicht zu retten war. Vater, wir haben uns unterhalten und ich habe eine Idee.
Adam, eine Idee hilft mir nicht. Vater, du weißt, es war gar nichts dagegen zu machen. Nein, Adam. Das ist es ja, ich weiß es nicht. Wie war das nur möglich? Na, das kann man doch feststellen. Aber wie denn? Ganz einfach, durch eine Tatortbesichtigung. Tag, Wade. Morgen, Ben, Little Joe, Adam. Was kann ich für euch tun? Halten Sie uns bitte nicht für verrückt, Mr. Cowley, aber wir möchten den Vorfall von gestern rekonstruieren. Wir wollen alles so durchgehen, wie es sich abgespielt hat. Also da... Mit ungeladenen Waffen. Ja. Wo hast du gestanden, Vater? Ich habe da in der Ecke gestanden. Joe, stell dich mal hin. Wo lag der Revolver? Auf dem Tisch, etwas an der Seite. Joe? Wo waren Sie, Mr. Cowley? Ich habe auch da drüben gestanden. Gehen Sie hin. Was soll denn das alles? Das werden Sie gleich verstehen, Mr. Cowley. Und wo war Jimmy? Jimmy hat hier gesessen. Und wo war Grote? Der stand da, beim Fenster. Du, Adam, mir gefällt das nicht. Vater, gefallen tut's mir auch nicht. Wie war der genaue Ablauf? Also... Grote stand hier am Fenster und guckte raus. Den Revolver hatte er in der rechten Hand. Und dann hat er den Vorhang runtergezogen. Es sollte ja niemand sehen, was hier los war. Und da habe ich zu lange gezögert. Deshalb, Adam. Jimmy sprang plötzlich los und... Joe, du bist Jimmy. Siehst du, Vater, so war das. Vielleicht war Grote nicht so schnell wie du. Ach, dann konntest du es nicht verhindern, Pa. Nein, nein. Ich habe versagt. Ich stand ja fast so nah wie Jimmy. Vater, es ist doch ganz unmöglich, dass du noch vor Jimmy den Revolver geschnappt hättest. Das ist doch alles Unsinn. Nein, nein, Little Joe. Es war meine Schuld. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ist gut, Adam. Joe, ihr beide reitet wieder nach Hause. Ich habe hier noch was zu erledigen. Wiedersehen, Wade. Ist dein Vater da, Caroline? Nein, er ist nicht da. Wo ist er? Ich weiß nicht, Mr. Cartwright. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn los, Caroline? Mein Vater, ich weiß nicht. Ich habe so Angst, Mr. Cartwright. Na, Caroline. Hör auf zu weinen. Setz dich hin. So. Also, was war? Das war so. Nach der Beerdigung gestern ist Vater weggeritten und ist sehr spät zurückgekommen. Er wollte kein Abendessen, schickte mich ins Bett und ist dann hier rumgewandert die ganze Nacht. Die ganze Nacht? Ja. Ich bin immer wieder aufgewacht, da habe ich ihn gehört. Und dann heute Morgen konnte ich es nicht mehr aushalten. Ich bin in sein Zimmer gegangen. Er war gerade dabei, sein Gewehr zu reinigen. Ich benehme mich hier wie ein Baby. Caroline, es war auch ein schreckliches Unglück. Hat dein Vater dir nichts gesagt? Nein, kein Wort. Nur, wie ich das Gewehr sah, da bin ich schnell hin und wollte es ihm wegnehmen. Da hat er nach mir geschlagen. Mr. Cartwright, das hat Vater nie getan, selbst wenn wir als Kinder was angestellt hatten, nicht? Caroline, es ist so, Menschen sind manchmal ungerecht und in der Wut tun sie dann etwas, was sie gar nicht wollten. Ja, aber ich liebe doch meinen Vater und jetzt lässt er mich hier allein. Er hat die Tür zugeknallt und ist ohne was zu sagen weggeritten.
Wann war das? Das war kurz bevor Sie gekommen sind. Ja, dann muss ich jetzt gehen. Mr. Cartwright, bitte. Einen Augenblick noch. Ich verstehe es einfach nicht. Als meine Mutter starb, hat Vater sein Gewehr weggelegt. Und jetzt, wo mein Bruder tot ist, nimmt er es wieder. Caroline, wenn man so viel Unglück und so viel Schmerz erlebt hat, dann kann es leicht passieren, dass einer mal durchdreht. Ich habe nur Angst, er erschießt diesen Grout. Nein, das tut er nicht. So unvernünftig ist er nicht. Sheriff Coffey und ich werden dafür sorgen, dass sowas nicht geschieht. Hoffentlich. Immer noch Bedenken? Nein. Dann darfst du nicht mehr weinen. Roy, der Mann ist mit einem geladenen Gewehr weggeritten. In seinem Zustand ist er zu allem fähig. Aha. Glaubst du, er kommt her? Na, was denn sonst? Da ist der Kerl, den er sucht. Aber Sie werden mich doch nicht im Stich lassen, Mr. Cartwright. Was so ein Mann ist, der alle Hochachtung genießt. Der kennt doch seine Bürgerpflichten. Und Sie auch, Sheriff. Sie werden nicht zulassen, dass er einen unbewaffneten Gefangenen tötet, oder? Und er wendet sich ab mit Grausen. Na, Sir, so mit dem Revolver im Gürtel, da ist man schon wer. Für mich waren Sie immer ein großer Herr, mit Ausnahme von gestern. Wir müssen Patrick finden, Roy, und ihn zur Vernunft bringen. Ja. Augenblick mal! Sie können nicht weggehen und mich allein lassen. Der erschießt mich. Da hat er recht, Ben. Allein können wir ihn nicht lassen. Mein Hilfs-Sheriff ist aber heute nicht da. Würdest du mich vertreten, während ich versuche, Lem aufzutreiben? Ja, geh nur. Und wenn du ihn findest, na, du weißt schon, mach's gut. Ja, ja, Ben. Moin, Sheriff. Hallo. Wait, Moment mal. Ah, welch angenehmes Gefühl, von dem Mann bewacht zu werden, der auch mein Zeuge sein wird. Damit Sie es nur wissen, Groot. Wenn ich in Ihrem Prozess aussagen werde, dann nicht für Sie. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie die Wahrheit sagen. Ein angesehener Bürger wie Sie, Cartwright, der wird doch nicht lügen, oder? Sie werden hängen, Groot. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Ich höre wohl schlecht. Nimm das Gewehr runter, Lem. Geh schnell weg zur Seite, Cartwright. Du hast kein Recht, dich hier einzumischen. Lem, nimm das Gewehr runter. Nein. Du hast einen Revolver. Und schießen kannst du auch. Ich werde zählen. Und wenn ich bei drei bin, dann schieß oder wirf den Revolver weg. Eins. Bist du verrückt, Lem? Zwei. Du schießt nicht. Und drei. Was ist denn da los? So, und jetzt geh endlich aus dem Weg. Nicht, Patrick, das ist doch Mord. Lem! Der wollte uns töten, uns beide ermorden. Ben, bist du verwundet? Es geht schon. Es ist nur eine Fleischwunde. Ben, er wollte dich töten. Er hat mich aber nicht getötet. Vielleicht hält er uns für schuldig. Vielleicht sind wir es auch. Was heißt denn vielleicht? Schuldig an was? Ist das so schwer zu verstehen? Gestern, da sind wir da gestanden, haben Angst gehabt. Angst ist doch menschlich. Ist man schuldig, wenn man Angst hat? Ben ist schlimm? Ich überlebe. Wo ist Lem? Er ist entkommen. Jetzt haben wir den Salat. Ich will ja nicht sagen, wenn einer wegen dem Tod seines Sohnes durchdreht. Aber durch die Gegend rennen und auf Unschuldige schießen, da wird's ungemütlich. Was willst du tun? Erstmal einen Suchtrupp aufstellen. Und hinter ihm herschicken. Was sonst? Nach dieser blöden Geschichte muss ich das. Roy? Lem Patridge ist ein alter Freund von mir.
Lass mich gehen. Ich verspreche dir, ich werde ihn finden. Ben, du kannst tun, was du willst, aber ich habe meine Vorschriften. Er hat versucht, einen umzubringen und dich hat er verletzt. Also bring ihn her, damit ich ihn einsperren kann. Caroline, ist dein Vater da? Nein, Mr. Cartwright. Er wird schon kommen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich habe jetzt Hunger. Soll ich ein paar Eier kochen oder wollt ihr kein Abendbrot? Ich habe keinen Hunger. Ich schlage vor, wir reiten los und suchen Vater. Joe, nun überleg doch mal. Es hat doch keinen Zweck, wenn wir jetzt nachts hier durch die Gegend wandern. Vater wird uns schon holen, wenn er uns braucht. Nein, nein, Adam, da ist irgendwas schiefgelaufen. Also hier rumsitzen und Trübsal blasen ist Blödsinn. Ich gehe Eier kochen. Sonst würdest du ja verhungern. Also ich reite los und suche Vater. Nur mal langsam. Sowas muss organisiert werden, sonst kommt nichts dabei raus. Hoss bleibt zu Hause, Joe reitet die Siedlerstellen ab und fragt, ob ihn jemand gesehen hat. Und ich gehe zum Sheriff, vielleicht weiß der was. Mach nicht so eine Flappe. Iss deine Spiegeleier mit Bratkartoffeln und geh ins Bett. Sie, Sheriff! Hören Sie mit dem Papierkram auf und schmeißen Sie Holz in den Ofen. Ich friere! Wenn ich mit diesen Papieren fertig bin, sind Sie bereits auf dem Weg zu einem Ort, wo Sie nie wieder frieren können. Sie und Cartwright, das ist ein guter Titel. Große Männer im kleinen Kaff. Hör zu, alter Mann. Nach meinem Prozess fahre ich nicht zur Hölle, sondern in die Freiheit. Ach, tatsächlich. Aber gewiss doch. Es war Notwehr und das wissen Sie genauso gut wie ich. Gut, ich will Ihnen was über das kleine Kaff erzählen. Seine Bewohner haben sehr viel Sinn für Gerechtigkeit. Jeder von Ihnen weiß, dass Jim Patridge noch nie eine Waffe in der Hand hatte. Und die Zeugen werden aussagen, dass Sie gedroht haben, Lem Patridge zu töten. Dass Jimmy daraufhin auf Sie losgegangen ist, um seinen Vater zu schützen. Und dass Sie ihn erschossen haben. Ach, aber das ist Notwehr gewesen. Er griff nach dem Revolver. So war es und nicht anders. Wie wollen Sie die Geschworenen davon überzeugen? Sie hatten doch während der ganzen Zeit den Revolver in der Hand. Und hoch angesehene Bürger dieses kleinen Kaffs werden bezeugen, dass es so gewesen ist. Ach, Sie quatschen zu viel. Und noch eins. Was sagen Sie dazu? Warum wollte sich der Junge mit mir anlegen, wo er doch wissen musste, dass ich schneller sein werde? Warum? Ja. Weil er seinen Vater liebte und gar nicht anders handeln konnte. Und alle in unserem kleinen Kaff wissen, dass er ihn schützen wollte. Ach, wie rührend, aus Liebe zu seinem Vater, wenn ich so einen Mist schon höre. Treten Sie zurück. Sie kriegen Ihr Essen nach der Haftordnung. Hallo, Sheriff. Sie sollen Holz auflegen. In der Haftordnung steht nämlich nicht drin, dass ein Untersuchungshäftling sich zu Tode frieren soll. Nein, das steht nicht drin. Hier, decken Sie sich zu und halten Sie jetzt die Schnauze. Das ist aber eine Sauerei. Die ist ja voller Ungeziefer. Was reden Sie da? Die habe ich doch erst gerade waschen lassen. Ja, und das hier sind Läuse. Seh, wenn Sie mich auf den Arm nehmen. So, vielen Dank auch für gute Behandlung. Aber jetzt hältst du mal die Schnauze.
So ein vertrottelter Sheriff ist einmalig. Wie kann einer nur so blöd sein? Das hast du von deiner Rechtschaffenheit. Nicht doch so laut. Ich bin ja nicht schwerhörig, Reed. Und dein elendes Geschwätz hilft mir auch nicht weiter. Oh, mein Schädel. Was geht mich dein Schädel an? Hier geht's um mein Leben. Du glotzt nur in deine Papiere, als ob das was nützt. Ich glotz da nicht nur rein. Ich will ja auch wissen, was drinsteht, du Kamel. Und du bist ein Riesen-Rhinoceros. Ich sitze friedlich im Büro, habe mit der Sache gar nichts zu tun. Und heute, einen Tag danach, muss ich damit rechnen, dass ich umgebracht werde. Aber Wade, an dir vergreift sich doch keiner. Sag das nicht. Weißt du denn überhaupt, was inzwischen hier passiert ist, was unser schlauer Sheriff sich geleistet hat? Roy, ich habe Lem nicht gefunden. Was hat der Suchtruppe? Roy, was hast du denn? Das wollte ich dir ja sagen, Ben. Dieser Idiot lässt Groth entkommen. Das darf doch nicht wahr sein. Er hat recht, Ben. Ich habe meinen blöden Tag heute, sonst wäre mir nicht passiert, dass Groth mir eine Decke über den Kopf wirft und mit meinem Revolver draufhaut. Und gleich so, dass ich für eine ganze Weile weggetreten war, dieser Verbrecher. Na, du wirst schon wieder auf die Beine kommen, Roy. Groth ist frei, Petridge hat durchgedreht und hat ein Gewehr bei sich. Einen von beiden wird es erwischen. Einer von beiden? Warum denkst du immer nur an die zwei? Die sind nicht die Einzigen, die es erwischen kann. Andere können auch draufgehen. Denk an dich und mich. Was heißt denn das nur wieder? Das heißt Folgendes. Roy hat Groth erzählt, dass wir gegen ihn aussagen. Und jetzt will der uns erschießen. Ach, das ist doch Unsinn, Wade. Was denn Unsinn? Ja, Unsinn. Für den sind wir doch uninteressant. Wieso das? Er ist der Killer und wir sind die Zeugen. Ach, Groth ist hergekommen und will Rache nehmen. An dem Mann, der ihn ins Gefängnis gebracht hat. Und das ist Lem Petridge. Ja, das ist Lem Petridge. Und wo würdest du als erstes nach ihm suchen? Auf seiner Ranch. Caroline ist dort allein. Da müssen wir aber schnell hin, Ben. Roy, in deinem Zustand kannst du nicht reiten. Du gehst jetzt erstmal zum Arzt. Wade, du kommst mit. Mich zwischen zwei Verrückte stellen, die schießen wollen? Ohne mich. Feigling. Was willst du denn hier? Ich will dich nur fragen, ob du Hilfe brauchst. Ja, die brauche ich. Der Sheriff hat dich hergeschickt? Ja, er hat mir auch alles erzählt. Hast du jemand gesehen? Nein, niemand. Er kennt den Weg, er war ja schon hier. Sieh mal im Stall nach. Ja, mache ich. Stehen nur die Pferde von Patridge. Caroline sitzt am Tisch und liest. Dann waren deine Befürchtungen wegen Road gar nicht nötig. Ja. Wer ist da? Ich bin's, Ben Cartwright, Caroline. Alles in Ordnung? Ja, es... Ist was, Carrie? Nein, nichts. Mein Vater ist nicht hier, ich bin allein, Mr. Cartwright. Warte hier. Adam? Was starrst du mich so an, Caroline? Keine Bewegung, meine Herren. So, und jetzt nehmen Sie mal Ihren Revolver in die Hand und auf den Tisch damit. Du auch. Na? Sie können sich wohl nicht trennen, oder was ist? Er will meinen Vater umbringen. So ist es, und Mr. Cartwright will das verhindern.
Broad, Sie haben seinen Sohn erschossen. Soll denn noch mehr Blut fließen? Nur seins. Ich werde abdrücken, sobald er durch die Tür eintritt. Nein, ich mach's anders. Ich lasse ihn hereinkommen. Er soll noch ein paar Minuten Angst haben um sein Leben. Auf die Knie soll er runter und dann puste ich ihn weg. Wissen Sie, ob er heute Nacht kommt? Mister, ich kann warten. Ich habe nämlich sehr viel Zeit. Gehen Sie weiter zurück. Da in die Ecke. Na los! Besuch? Wartet ihr auf mich? Lass das Gewehr fallen. Runter damit. Wie habe ich auf diesen Tag gewartet? Unser Sheriff hat sie nicht freiwillig gehen lassen. Der alte Sack war zu dusselig, dem habe ich eins übergebraten. Stell dich vor den Kamin. Ohne Gewehr. Jetzt gebe ich hier den Ton an. Darauf habe ich 10 Jahre gewartet. Das waren 10 Jahre zu viel. Komm hierher, Mädchen. Ihr seid eine verdammt sture Familie. Denk an deinen Bruder, der hat auch nicht pariert. Geh hin, Caroline. Schön sitzen bleiben. Und jetzt wird's spannend, nicht wahr? Die gleiche Situation wie im Büro gestern früh, hm? Ja, genau wie gestern. Aber du warst doch gar nicht dabei. Das ist mein Sohn Adam. So, dann weißt du das also von deinem Vater. Hat er auch davon was gesagt, dass er da gestanden hat und sich nicht gerührt hat? Hör zu. Seit ich hier bin, in dieser lieben kleinen Stadt, ist ein eigenartiges Gefühl in mir. Ja, es treibt mich unbändig, auch so edel zu sein wie dein Papa. Und wie ist das Gefühl, wenn man einen Jungen erschießt, der einem nichts getan hat? Das war Notwehr. Frag ruhig deinen Vater, der wird es bezeugen. Du warst dabei. Würdest du auch sagen, dass es Notwehr war? Ja, Jimmy handelte in Notwehr, weil er uns helfen wollte. Groth hatte uns bedroht. Suppose we let old Partridge here have an even chance. Suppose we let him go for a gun, huh? Even chance, huh? Just like you gave the kid. You don't even know what the words mean. You got a big mouth on you, boy, like your pa. You got some ideas of being a big man, too? Well, I don't know. What do you think, Pa? Are we as big as solid citizen there? Well, maybe if the tables were turned, he wouldn't be talking so tough. Well, you try me. Come on, try me. Na ja, reden ist leichter. Haltet also die Klappe. Euer Geschwätz reicht mir. Wenn einer von euch noch ein Wort sagt, dann ist das entzückende Töchterchen dran. Du gemeiner Mörder, du Drecksvieh. 10 Jahre Gefängnis, da kann einer leicht zum Tier werden. Sie könnten das Mädchen töten wie Ihren Bruder? Ohne Hemmung, Cartwright. Das wissen Sie ja. Jetzt verstehe ich es, Ben. Ich war von deiner Schuld überzeugt, aber du konntest nichts tun. Schluss jetzt, Patridge! Nimm dein Gewehr! Sie haben seine Frau und seinen Sohn schon erschossen. Ich habe nicht auf seine Frau geschossen, Cartwright.
Naja, ich war betrunken, aber es war Zufall. Ein Querschläger. Und nur weil sie die Frau vom Sheriff war, kam ich ins Gefängnis. Und wenn ich nicht Sheriff gewesen wäre, hätte ich dich nicht ins Gefängnis gebracht, sondern erschossen. Du hast Glück gehabt. 10 Jahre Glück. Das waren 10 Jahre Hölle. Gut. Jetzt bist du dran. Ja, worauf wartest du noch? Los, erschieß mich! Adam, reite in die Stadt und hol den Sheriff. Er hat es nicht anders gewollt. Woodlam. Caroline, nochmals vielen Dank für deine Bewirtung. Du, Ben, wollte Little Joe nicht vorbeikommen und mit meiner Tochter heute Nachmittag ausreiten? Ja, das hat er gesagt. Morgen, Wade. Morgen, Ben. Die Verträge über das Land. Da ist er zuverlässig, Lem. Ja. Fix und fertig ausgestellt und unterzeichnet. Danke. So eine Urkunde ist eine feine Sache. Ja. Es gibt vieles, für das man dankbar sein muss. Anderes muss man beklagen. Und damit fertig werden, dazu gehört, glaube ich, ein guter Freund. Ja, Lem. Wollen wir nicht gleich mal unser Land ansehen? Ah, das genügt mir heute. Na, dann Wiedersehen. Vielen Dank nochmal, Wade. Schon gut, Lem. Bist du immer noch der Meinung, dass wir irgendwie schuldig sind? Wie du gesagt hast, Wade, Angst ist schließlich menschlich. Ach ja, Caroline, sag Little Joe, er kann heute länger bleiben.